Und Arguin verschanzt sich. Ja, ich habe großen Respekt vor Arguin. Arguin ist halt eine League of Legends Maschine. Aber ich habe ihn heute gefragt, ob er mitkommen will essen, aber er wollte nicht. Und gestern wollte er auch nicht mitkommen essen. Dann genießen Fred und ich halt das gute Leben zu zweit. Und gestern waren wir noch unterwegs mit Stella und Lea und Sangmin war. Was Sangmin gestern dabei? Nee, Sangmin war nicht mal im Leutpark dabei. Aber it is, you know. We are living the good life. Ich habe überlegt, ob ich mit Sangmin, Stella und den ganzen Leuten irgendwie nach Busan mitfahren soll für so eine Woche Strandurlaub. Also ich würde dann nur noch eine Woche oder 5 Tage oder so streamen. Und dann, schon mal ein bisschen in Busan die Füße hochlegen am Strand. Aber das Ding ist, die fahren irgendwie mit einer Gruppe von Freundinnen von Stella, die ich alle nicht kenne. Und das hat so eine seltsame Dynamik, auf die ich keinen Bock habe. Weil das ist dann quasi sie und ihre Freundinnen mit ihrem Freund. Und dann bin ich irgendwie random dabei. Das ist voll seltsam. Da sehe ich mich nicht, honestly. Was soll ich meine, Graves? Oh, Graves ist schon gewonnen. Fuck, er nimmt man nicht Nidalee. Wie kannst du dich dann nicht sehen? Mädels, Strand, etc. Findest du es nicht weird? Ich hätte da keine Lust drauf. Das ist so eine Gruppe von Freundinnen, die was gemeinsam... Du machst doch komplett die Dynamik kaputt. Die wollen was Spaß haben. Das ist doch weird. Na, da sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich wirklich nicht. Ist das hier und Toplane Camille Mitte? Da ist, wenn's... Wenn ich jetzt Jax picke... Na, ich gehe bei Jax, fuck it. Hoffen wir mal, dass es so ist, wie ich denke. Dann könnte ich halt nicht so 100% Lady-Stuff machen, weißt du? Und auch, ich weiß nicht, inwiefern Sangmin sich dann einbindet. Der wird ja vielleicht auch nicht unbedingt... I don't know. Aber der ist immer... Nee, ich sehe mich da nicht. Aber wenn Freddy da so mitkommen würde, ich habe Freddy auch gefragt, Freddy ist komplett down, einen Tag vielleicht auch sogar 2 Tage, früher nach Busan zu fahren, dann können wir ein bisschen am Strand genießen, gemeinsam diesen Fish-Market besuchen und dann zum MSI-Finale am nächsten Tag. Aber Arguin meinte, er würde legit die Bullet-Train nehmen, die so 2,5 Stunden von Seoul nach Busan braucht, MSI-Finale gucken und sofort zurück wieder fahren, um weiter so Lücke zu spielen. Der Typ ist so ein Psychopath, das ist eigentlich so witzig, ne? Weil Fred und ich haben dann so gesagt, vielleicht haben wir Glück, wir können wie Faker finden in der Aftershow und Arguin so, was? Er guckt sich das Finale an und fährt sofort zurück. I mean, ja. Alright. Aber who knows, vielleicht kriegen wir die Chance, Faker-Du zu treffen. Da würde ich mich echt sehen. Ja, danke dir, Ender, für deinen Sub. Vielen Dank für den 4. Okay, Jax ist hier absolut bonkers. Like, es sind 5 Auto-Attacker. Frozen Heart, second item, ist absolut insane. Eventuell sind die Frauen Content Creator und kreieren netten Not Safe for Work Content. Oder du gehst mit Prumi aus und dann gibt es eine Schlägerei mit Jankos, Tolkien vs. Jankos. Leute, ich weiß, ich habe jetzt von weiblichen Geschöpfen geredet und wir sind hier auf einer Gaming-Plattform, aber man muss nicht immer alles in sexuellen Kontext ziehen. Alright? We don't have to do it. Einfach ein paar nette Leute, die wir hier zufällig in Store getroffen haben, die haben uns richtig nice rumgeführt. Karaoke-Bar, die kannten diverse Club-Szenen und Retro-Bars und Arcade, war super geil. Und sowas muss man nicht immer machen. Gell? Okay? Ich danke dir, Alberto. Vielen Dank für deine Speim. Willkommen. Danke dir. Vor allem, wie gesagt, die ja sogar mit ihrem fucking Freund hier ist. Also, please. Please stop. Das fucking stop, mate. So, wir spielen gegen 5 Auto-Attacker. Haha. Heißt, wenn ich nicht griefe, mach ich mal wieder ein. Just play good, lol. Display, gut. Was gab's denn Barbecue zu essen? Leckeres Fleisch, vor allem sehr viel Gemüse, Mushrooms haben wir auch gegessen. Diese geilen Kimchi-Kohl-Dinger in diesen Blättern oder diesen Algenblättern und dann Reis drauf, Kimchi drauf, Zwiebeln drauf, Fleisch drauf, Pilz drauf und dann alles in den Mund stopfen, voll geil. Dann ist einfach wie so eine Geschmacksexplosion in deinem Mund. So, es schmeckt halt, warte, er hat Solo geschrieben, geil. Es ist scharf, es ist auch ein bisschen süß, es ist warm, es ist kalt, es ist einfach geil. I don't know, I love it. I know, ist einfach geil. Ich liebe Korean Barbecue.
kein Pullover da. Ein Minion gemisst, weil er so lange geleasht hat, what the hell? Einfach ewig für Cecilia geleasht. Oder das blockt seine Q, aber nur diese. Aber ich tank mal seine Q hier. Es blockt seine Q, aber nur die Q, wenn ich instant getroffen werde, richtig? Weil die blockt On-Hit-Effekte. Es ist quasi schlecht von mir, hinter Minions zu stehen. Hier gegen seinen Bruder auch. Like a Phoenix. Ja, aber so viel Text Speed Stacks, dass ich einfach heimgehen wollte. Aber wir können ja einfach, oder? Für Bouncen. Was kriegt der schnell genug gepusht, dass ich hätte die peelen sollen? Das sieht nicht danach aus. Aber ich kann nicht die Wave danach fighten, wenn der Level 4 ist und nicht Level 3. Nice, Mantra Heal. Honestly, winnable, wenn Vigo Reset kriegt. Weil wer sie bei Senna werden sollte. Ja, das ist so crazy, wie viel Durant's Shield Sustain gibt, lol. Er war wieder voll der Spieler, Dude. Wir lieben gerne die Waffe vom Turm halten. Und wir versuchen alles, dass es klappt. Hängt ein bisschen Schaden, das ist fein, though, weil er noch nicht Record hat und ich auch noch nicht. Wir haben die Waffe vom Turm gehalten. Super geil. Wahrscheinlich wird irgendwann der Punkt kommen, wo er Record TP'et und ich Record TP'e und dann habe ich einen Vorteil. Ich fight ihn jetzt, wenn ich einen Item-Vorteil habe. Ah, ich hätte die einfach nur Turm laufen lassen, actually. Ah, jetzt war es alles insgesamt überhaupt nicht worth. Ich krieg irgendwie ein paar Minutes mehr und ich bin in XP behind. Er wird jetzt TP'en und ich werde dann auch TP'en. Ah, ist okay. Er ist ein bisschen nach vorne gekommen, I guess. Aber er ist auch noch gestayed. War langfristig, though. Er ist einfach voll das Spiel mit die. Was hat der Champion für eine Base-HP-Regenerationswerte? Der Typ war legit 2 HP, Level 2 oder so. Einfach voll das Spiel geht nur mit Durant Shields. Der Pot war ja auch weg. Und krass. Ich muss aufpassen, er wird auf Dev Level 6 und ich nicht sofort, wenn ich nicht hard pushe zuerst. Mit der Formel Level 6, aber es sieht ganz gut aus aktuell. Ja, wir chillen. Das Time, die wir zurück, weil er uns zu schnell pushen kann. Ja, wird mehr Gold wie können als ich, was keiner blowt, der hat am besten bei. Aber du kannst diesmal nicht stayen, Bro. Ohne Jungler zumindest.
내가 상대하지. Er hat keine Items, ich will fighten, aber I guess mein Jungler, wenn er nicht Topside kommt, werde ich gebaitet und dann ist es 1v2. Das Ding ist halt, ich sollte wahrscheinlich mehr machen, aber ich bin auch fein, damit wenig zu machen, weil ich so hart outscale in dem gesamten Game hier. Ich bin einfach gut gegen Alt-Champions. Ich würde so gerne tauchen gehen. Wenn wir einfach Tab drückt und die Items sieht, die wir beide haben, dann sollte er auch richtig happy sein und sagen, lass mal bitte tauchen gehen. Wir haben so ein Boneplanty bekommen. Alter, warum Weg und ich einfach hinterm Turm geblieben ist, doch. Lass uns ballen, der Vico-TP. Alter, wenn wir einfach hinterm Turm bleibt, ich die Wave collapse, dann wäre der Typ immer dead, aber okay. Not the best, not the worst. Nee. Last. My. Self-righteous. That's aggressive. Das ist ein toter Erzähl. Self-righteous suicide. Oh, wenn das Game ruhig ist, so gut für mich. Haben wir zwei Turrets nehmen, actually? Er hat ja einfach unser Item, ne? Der Weinsammler fertig. Und sehr insane. Leidy. Ja, gestern hat push die Wave, sollte ein bisschen weiter nach hinten gehen. Das sieht nicht so geil aus. Die Vigo war zwar auf Power Spike, aber die Dino noch umso mehr. Ist keiner poppen off. Jetzt Ionians. Dann Frozen Heart, GG. Naja, I can legit 1v9, I think. Wenn hier was Wildes bis dahin passiert. Fucking langsam, gib mir Boots, please. Er hat Boots und sein Noon Quiver.
Kann ich mal mit tun? Deiner ist schon sehr gefeedet. Jetzt muss sie fokussen und dann kann ich gewinnen. Sie ist safe, so wie er spielt. Ich hätte halt Text mit 6 Instant gebraucht. Es ist so gefeedet, Mann. Ich habe auch zu langsam gespielt, honestly. Ich hätte einfach sofort auf Jon raufgehen sollen und einfach selbst den Fight initiaten, statt geholtet zu werden. Weil das Ding ist, es ist nicht schlecht für mich, Jon zu fighten am Anstatt und dann auf Dana zu wechseln. Weil, weil ich dann einfach Text mit Stacks habe von Passive und dichter Tempo. Dann kann ich actually gewinnen. Ich kann halt nicht mit 0 Stacks beginnen. Ich mache auch 15% weniger Schaden auf Dana, was keiner blowt, aber es ist trotzdem leichter zu killen als Jon. Mit Flash und allem. Ich bin jetzt einfach ein Level behind. Das ist echt scheiße. Eigentlich noch nicht so weiter jetzt, aber ich scale super. Ich liebe einfach Hardpushen, wäre ziemlich bad von mir. Weil dann die Gegner einfach nur, er kann halt Crux einfach farmen und dann die Wave und er ist super happy. Dann war Botlane. Mit der Mücke solo bodert, das ist ein Bummer. 0-1 Kill 2-0, das willst du niemals sehen. Wenn das sucks. Los. Ich boost aber sehr nett. Genau gleich vom Movement Speed. Wir haben beide 390. Mit seinem Boots 2 und ich mit meinem Boots 1 plus Time Optonic Movement Speed. Der auf dem alten Patch hat ihn ja gerade gekillt oder seinen Flash bekommen. Ult hat er noch nicht ab. Und bei 1% Movement Speed von Time Optonic, wir spüren das so sehr in den Gameplay Games. Und jetzt auch mal im Jax Game. Crazy. Botlane mal gehen auf Space. Oh, wow. No one else. Machen das hier flott. Sterben Mitte. Shit. Und obviously ist Diana trotzdem Auto-Attacker, aber zu dem Zeitpunkt, wie gefiedet sie hat, ist sie auch ein Spellcaster. Ich meine, sie könnte mich mit ein paar, paar Dingens one-hitten, ein paar Spells. Wenn ich jetzt Frozen Hard gehe, aber ich soll trotzdem Frozen Hard gehen. Wir rotieren wir rein, oder? Ja, ist gut da rein. Rotierung, Moment. Nice, wenn die Diner schon können, wäre es insane. Okay, das ist gut. Boah. Mann, das hätte so tanky gewesen. Eieiei, das Set ist ja so tanky, man. Fuck. Naja, 900 Gold Shutdown ist super, though. Aber ich hab war ein bisschen zu high wieder danach. Jetzt geh ich ihn danach. Ich hab Black Cleaver. Ich will halt Leben haben, am liebsten auch Ability Haste. Ich will nicht unbedingt schon Magic Resist kaufen, honestly.
Problematisch ist halt am Black Cleaver, weil das Item recht teuer ist. 3100 Gs. Das ist 2800, ne? 2900. Ich bin stark, aber ich bin jetzt nicht so gefeedet, dass ich mir alles kaufen kann im Job. Ich würde super gerne für Toplane Tier 2 spielen. Während die Gegner für Drake gehen, aber wenn er ist super spät, auch dein Mavis sollte ich nicht schaffen. Drake sollte gleich sterben. Ich mit der Wave quasi erst gerade mal so bei seinem Tier 1 bin. Naja, sogar jetzt schon. Nein, dann geht Shadow Flame, ha. Huh? Super gut. Wenn sie nicht sofort Sonders geht, können wir sie vielleicht nochmal killen. Oh, what the fuck? Ding ist halt, er ist nicht alleine. Ah, wir sind so far behind, Mann. Es steht einfach 8-16. Alter, ich hätte wahrscheinlich irgendeinen Punkt im Moment finden müssen, wo ich besser reinrotieren kann, bevor der das ganze Game auseinandergerissen hat. Und deren Botlane ist einfach so tanky, Mann. Ich hab schon so oft gegen Senna verloren. Gott, Mensch, das ist super huge. 700 Gold. Das ist so, das ist fucking strong. Das ist wild. Weil die Stamper Objekte Shutdowns. Ah, die Watcher gewonnen hätte. Fuck, man. Weil wir gerade Camps nebenbei haben. I'm still so far from... Ja, die Kerne kann mich auch low-key one-hitten, honestly. Brauchen Damage, ich kann es mir nicht leisten, hier tanky zu gehen. Das ist sehr deep und I mean, ja, ich kann wohl nur, dass wir so behind sind, honestly, wenn wir so diven. Das ist wild. Das ist National. Wenn ich nicht Nash mache, bin ich schon ein happy, glückliches Bienchen. Weil ich habe meinen Körper angeboten und sie haben meinen Körper genommen. Oh, ne Molly Water Game. Machen die jetzt noch Nash? Would that have changed the end?
Ja, er sollte tot sein. Guck. Also sollte tot sein. Schöner Flash, Bro. Rough times. Ich hätte besser spielen müssen an irgendeinem Punkt, I don't know. Vielleicht die Resets, I guess. Besser Fights Force Novion. Noch nebenbei Nash gemacht. Lol. Wer ist dann zu Schipaten? Jack, spiel einfach auf, jump mal, I guess. Noch den Fight nehmen. Ah, ich kann nicht carryen, ich bin viel zu weak. Bin 1 fucking 3. Klar, mit einer Kill sind nur noch Goldschatten auf Diana, aber auch alle Plates geshared bei dem First Turret. Die Kinder sind so weit vorne. Haben wir nicht wirklich irgendwas. Ich muss halt dann gehen, aber also ich verliere gegen Kiana. Bin ja One-Hit, oder nicht? Oh, I guess winnable. Wenn sich unsere Base verliert, kann ich einen Top vom Shutter noch nehmen. Ich komme schon recht low vom Charge vorhin. Ich gebe mein Team den Fight. Das ist so gut, wenn er stirbt. Oh, warte. Can win. Top den Turm bekommen. Unsere Base halbwegs defended. Jetzt Topwatch oder gehen wir schneller Richtung andere Items? Nash ist auch den 30 und den Nash ist gut gestallt. Das Dance! Mein Pinko ist da oben besser. Ich verkaufe den nicht. Jetzt habe ich überhaupt den Pot noch für einen Moment. Ich wäre eigentlich stark in Tiefwalds. Ebenfalls. Na, hier unten ist an dem wertvolleren Turm. Oh, ist rein, Tipit. Robert, zwei Turrets. Und jetzt sollten wir für Drake fighten. Und für Nash fighten. Einfach groupen jetzt. Ich glaube, wir gehen das Dance. Fuck Top Wave. Go Drake. Alright, wie spielen wir das am besten?
Ich kann nicht einfach reingehen, oder? Ich bin eigentlich nicht stark genug. Die sind so tanky. Und haben sehr viel CC. Er hat gewählt, haben seine Stance. Oh. Wow, das war ein Engage von Diana, ha? Die carry das ganze Game, Alter. Meine Güte. Ja, sie die gar nicht halten. Auch wenn er überlebt, ist es zu Ende. Ich einfach mitenden. Bin ich schon. Ja, ich war nicht stark genug, denn uns alle gewonnen hättet. Vor allem hinten noch bad von ihr. Bro, die enden! Kannst du jetzt nicht. Actually, er kann. Actually, die hätten enden können. Die dachten, er resettet, ne? Die dachten. geil. Das ist nicht mal bad. Das ist gar nicht mal so bad. Ey, die hätten safe enden können, by the way. Ich nenn's noch. Aber das Item? Das sind zu wenig Objective Shutdown. Fuck. Alter, geil, dass die das nicht gemacht haben, though. Aber jetzt muss ich eigentlich Botlane gehen. Er ist im Niemandsland. Wir werden Nash forcen, wie contesten wir die Scheiße? Ah, Nash ist gone, I guess. Ah, Mindana kein Flash mehr. Nash. For sure. Ah, fuck this fucking Senna Diana, my bad. Ich hätte Vanessa hätten müssen. Ich dachte, ich kann's carryen. Ah, ich wurde aber von 3 Milliarden Reichweite von W getroffen von Senna, my bad. Terrible. Der Rest hat Diana gemacht, of course. Oh, die war wirklich gemisst. Oh, das hat auch gemisst. My bad. Ehrlich, das ist einfach terrible. Ja, ist fucking Senna weh. Die hat noch wo. Ja, ich hätte einfach ins Pit gehen müssen. Fucking bad. Was geh ich denn jetzt? Ich glaube, wir gehen einfach nach Tamas, honestly, bei Diana. Wir können eine Stopwatch kaufen. Also geben wir auf gar keinen Fall GA. Ja, ein bisschen viele Blitz, die ist lol. Was Tabis kaufen, wenn wir jetzt dann an Tamas gehen würden. Oder wird's end? Ah, die könnten Nash machen. Mit Yone und Senna. Set. Ich hoffe, wir sind weit genug raus, dass ich jetzt groupen kann. Für eine Weile. Haben jetzt extrem Zeitdruck wegen der Base, of course. Weil wenn ihr könnt ja nicht da sterben, wo ihr sterbt. Das jetzt kann ich nicht ändern. Ach, GG. Ja, besser spielen können. In Laning Fest, I think. Das Game war sehr hart danach bereits, aber ja, ich hab's da geendet. Er hat recht. Er hat fucking recht. Er hätte Vanesh machen müssen. Dadurch kann's smurfen, Alter, did it. I griefed it. Ich mochte mein Bildpuffer überhaupt nicht. Ah, ich hätte in Lane besser spielen müssen. Aber echt gutes Comeback dafür, wie wir behind waren, honestly. Stand 8, 16.
Deiner war so broke, dann habe ich einmal der in der Mitte gekillt und wir haben unser Team mal komplett gesmurft, als ich zwei Botlet-Türme nehmen durfte, for fun. Aber ich hätte besser spielen müssen. Danke dir, Johnny Deng. Danke für dein Sub, Mann. Das war definitiv mein Mistake. Das hätte ein Win sein müssen. Jedes Mal. Ich hab fucking Berg gespielt, I guess. Not good. Du danke dir, Johnny Deng, habe ich gerade schon gesagt, aber danke trotzdem. Game over, wenn du Mr. X holst. Na, ich fühle Mo nicht so sehr. Ich hatte nur 2400 Leben und so viele Resistenzen. Das ist dann schon ganz geil, wenn die Gegner nur einen AP-Champion haben, den ich binden kann.